Ladies und Gentlemen, bestätigte und unbestätigte Fakten über den Commander Mode. Und da sind wir bei einem Spezialvideo zum Commander-Modus, weil ich habe mir gedacht, das ist der neue Spielmodus in Battlefield 4. Mache ich ein spezielles Video dazu. Die Leute, die jetzt zugeschaltet haben, aber nicht mein voriges Video gesehen haben, ich muss zugeben, es ist ziemlich lang geworden. Ich hoffe, dies wird etwas kürzer. Der Commander-Modus wird von einer Person pro Team besetzt. Diese Person ist nicht auf dem Schlachtfeld vorhanden und befindet sich nur in dem Bildschirm, den ihr jetzt im Hintergrund seht. Man kann das Ganze auch von einem Tablet aus steuern. Vom Smartphone glaube ich nicht, dass es geplant ist. Aber man kann es natürlich auch von einem Computer aus steuern, von dem man dann auch noch bessere Möglichkeiten hat, sich in Teamspeak mit anderen, mit Freunden und mit anderen Leuten auszutauschen. Und der Nachteil an der Sache ist eben, es liegt viel Verantwortung für ein ganzes Team, also in dem Fall für genau 31 Leute, wenn man auf einer großen Map spielt, bei einer Person. Ja, das ist das große Manko, das viele haben. Und viele sagen auch, warum soll ich mich die ganze Zeit da reinsetzen, wenn ich doch lieber spielen kann? Ja, jetzt kommt natürlich die Frage, wie wird man Commander? Soweit meine Informationen reichen, und ich habe Informationen aus dem Livestream gesammelt von Level Cap und von Fabian Siegesmund von der GameStar-Redaktion. Und soweit meine Informationen reichen, kann man sich für diesen Modus bewerben. Ich weiß nicht, nach welchem Prinzip ausgewählt wird, ob man da vor dem Spiel seinen Commander wählt, der mit den meisten Stimmen kriegt's. Ob es nach Erfahrung geht, was ich vielleicht ein bisschen unfair finde, oder ob es ein sonstiges Auswahlverfahren geht. Also, wenn man für ihn stimmen kann, dann wäre ich ja für dieses Team, also quasi nach dem demokratischen Prinzip, wäre ich für dieses Prinzip, ich wäre von diesem Prinzip sehr angetan. Da man das Ganze auf einem Tablet spielen kann, wie man das sieht, kann man das wahrscheinlich auch auf einem All-in-One-Computer spielen, mit Touchscreen, also nach Art eines iMac, was aber lustigerweise dann, glaube ich, nicht geht, weil Battlefield nicht auf dem Mac läuft. Naja, aber es gibt ja auch noch All-in-One-Computer mit Windows. Ja, kommen wir zu dem, was der Commander zu tun hat. Er hat, wie man hier sieht, einen Kartenüberblick über das ganze Schlachtfeld, also das Battlefield, und direkte Befehle erteilen kann er, soviel ich weiß, nicht an Soldaten, sondern immer nur an Squadleader. Man sieht ja da rechts oben in der Ecke über dem Zeigefinger, dass da A, B, C, D und E stehen. Diese Buchstaben stehen für die Squads, und wie man da gesehen hat, das B-Squad ist gerade ausgewählt. Im B-Squad ist ein Medic und 4 Ingenieure, Pioniere, wie auch immer. Und diesem gibt er gerade Befehle, diesem Squad. Und man sieht dann auch schön auf der Karte, das Squad, das gerade ausgewählt wurde, leuchtet dann, also Personen und Fahrzeuge leuchten dann grün auf. Also man weiß sofort, wo was los ist. Ja, da muss ich Fabian Siegesmund zitieren. Die Scheiße fällt immer von oben, das heißt, die Befehlskette ist, der Commander gibt dem Squadleader Befehle und der Squadleader entscheidet dann nochmal für sich, also er entscheidet für sein Squad, ob er die Befehle ausführt. Also, wenn der Commander jetzt sagt, greift C an, dann kann sich der Squadleader auch dafür entscheiden, einfach E anzugreifen. Aber natürlich ist es der Commander, der mit dem größten Überblick über das Schlachtfeld, und wenn er ein bisschen Fähigkeiten, also Skill besitzt, sollte man schon dem Commander folgen und wie auch seinem Squadleader. Ich glaube, das ist der Versuch von DICE oder EA, in Battlefield 4 ist die Zusammenarbeit von Squadleadern, dem Squad selbst, den Squad-Membern, also dem Squad in sich, und dem ganzen Team
so zu verbessern und taktischer zu gestalten, weil heute ist es ja so in Battlefield 3, die Leute sind zwar in einem Squad, machen aber trotzdem meistens, was sie wollen, außer sie sprechen sich ab. Das passiert aber jetzt nicht allzu häufig. Und ich denke mal, das ist das die Idee hinter dem ganzen Prinzip. Dann, was hat der Commander für Fähigkeiten? Für Fähigkeiten hat er, kommen wir erstmal zum Überblick. Er kann sich ja nicht nur über die Karte Überblick verschaffen, sondern was man jetzt hier nicht sieht, man wird das später noch in einem anderen Bild sehen. Es gibt bestimmte Punkte auf der Map, die kann der Commander anklicken. Und wenn er die anklickt, bekommt er links unten, wo man jetzt Tickets und Flaggen und so weiter angezeigt bekommt, wird dann quasi ein Ingame-Feld angezeigt, wo er dann mit einer Kamera an dieser Position zum Beispiel auf A, also auf die Flagge A sieht. Und ich glaube, die das sind auch noch, also nicht nur auf den Flaggen selbst, sondern auch zwischendurch auf der Karte sind noch so ein paar Kameras verteilt, auf die dann der Commander zugreifen kann, aber wahrscheinlich nur auf die Kameras bei deren Flaggen eingenommen sind. Ja, und da kommt natürlich noch die Frage, das habe ich eben vergessen, wie merkt ein Squad-Leader, wenn er gerade im Gefecht ist, was der Commander von ihm will? Gibt es da eine akustische Rückmeldung? Gibt es eine optische Rückmeldung? Gibt es eine optisch-akustische Rückmeldung? Das heißt, dein Commander sagt, greift C an. Dann muss man natürlich entscheiden, wird das nervig, wenn der Commander einfach mal C spammt und sagt, greift C an, greift C an, und dann kommt halt die ganze Zeit die Stimme, ja, dein Commander sagt, greift C an, greift C an, greift C an. Da werden sie sich wohl, also das ist noch Entwicklerarbeit, das ist noch nicht sicher, da werden sie wohl noch ein paar Tests machen, dafür ist ja auch die E3 da, da sitzen ja die Leute und spielen, testen, geben ihre Rückmeldung und die Entwickler ja, berücksichtigen das und werden das ja, passend ins Spiel einbauen. Ja, Kameraansichten. Ja, da kann man sich natürlich noch denken. Ich werde nachher noch ein Bild zeigen. Da sieht man mehrere Bildschirme um den Hauptbildschirm herum verteilt, dass zum Beispiel der Commander auf jedem einzelnen Bildschirm, die um den Hauptbildschirm herum verteilt sind, sieht, was die einzelnen Squad-Leader machen. Also das ist, wurde jetzt nur für die E3 aufgebaut. Wahrscheinlich gibt es das für den normalen Commander-Modus nicht. Wäre aber cool. Ja, die Commander-Fähigkeiten. Weil er muss ja auch agieren, der Commander. Er kann ja nicht nur einfach nur Befehle erteilen, sondern wie man oben links in der Ecke sieht, hat jede Flagge wohl so ihre eigene Eigenschaft, die man freischaltet, wenn man diese Flagge erobert hat. Dann sehen wir zum Beispiel Scan UAV bei diesem ersten US. Das soll wahrscheinlich für den. Ich bin mir nicht ganz sicher. Genau. Das bekommt man automatisch. Also wenn man da bei US bekommt wahrscheinlich Scan UAV bekommt man automatisch. Und das kann man auf der Flagge scheinbar einsetzen, wie man will. Wahrscheinlich nicht an Punkten, die der Gegner hält. Aber ich bin mir nicht ganz sicher, ob das jetzt Punkt, also flaggengebunden ist oder ob man das einfach irgendwo auf der Map einsetzen kann. Ja, die ganze Sache hat, sieht man, der Balken ist nicht ganz gefüllt, deswegen diese Eigenschaft wäre dann der Cooldown. Also es ist nicht so, dass das Team irgendwie Punkte erreichen muss durch Kills an der Flagge oder irgendwie sowas, sondern es hat einen bestimmten Cooldown und dann kann man erst wieder das neue UAV ja, einsetzen. Das UAV wird die Funktion haben, es kreist über diesem, also es kreist über einen bestimmten Punkt, da wo man das UAV eingesetzt hat. Das sieht man da über dem C, ist so ein weißer Kreis. Der auf diesem Kreis schwebt ein, ja, man könnte es nennen, ein Flugzeug, das soll ein UAV darstellen, also ein Unmanned Air Vehicle, ein unbemanntes Luftfahrzeug. Dieses wird dann Gegner, wahrscheinlich ähnlich wie bei Call of Duty, mit einem gewissen Scan auf dem Boden auf der Minimap anzeigen und die, die sich vielleicht im Freien bewegen, per 3D-Spotting anzeigen. Ja, ist noch nicht so alles ganz gesichert.
Hier werden sie wahrscheinlich auch noch einiges an Entwicklerarbeit reinstecken müssen, weil sonst ist es vielleicht zu overpowered oder ist es zu schwach. Ja, wir werden sehen. Kommen wir zum nächsten Punkt, das EMP-UAV. Da sagt Level Cap dazu, dass das EMP-UAV so eine Art Konter-UAV ist. Das gibt es ja auch bei Call of Duty. Ich weiß nicht, ob sie es da abgeguckt haben, aber ich meine, so etwas ist ja vorhanden. Das heißt nicht, dass man es bei anderen Spielen abguckt, sondern man hat es sich ja wahrscheinlich in der Realität abgeguckt. Dieses EMP-UAV wird ein EMP aussenden, das die eigenen Soldaten für gegnerische UAVs unsichtbar macht und es dem Gegner nicht ermöglicht, die gegnerischen Soldaten zu spotten. Das heißt, man spammt den Q-Button oder welchen Button es auch, man, mit welchem Button man es auch belegt, aber es wird nicht gespottet. Das heißt, man muss sich komplett darauf verlassen, was man hört und was man sieht. Ohne dass man sich jetzt auf schöne rote Markierungen, die durch die Luft fliegen, verlässt. Also taktische Tiefe bei dieser ganzen Sache ist eben, wenn das eigene Team, wie in dieser Situation jetzt beschrieben, auf C zu stürmt, dann soll der Gegner ja möglichst spät bemerken, dass da eine große Menge an Soldaten angestürmt kommt. Deswegen schickt man schnell ein Konter-UAV los, also EMP-UAV. Und das eigene Team ist unsichtbar. Der Gegner merkt erst sehr spät, dass die Gegner da sind. Vielleicht, wenn schon die Schießerei begonnen hat. Und wenn einer schießt, ist es ja meistens schon zu spät. Ja, kommen wir zum nächsten Punkt, die Tomahawk Missile. Die Tomahawk Missile ist eine, ich glaube, Bodenrakete. Die wird von einem externen Punkt in der Karte, der nicht beeinflussbar ist, abgeschossen, fliegt in die Luft und trifft auf dem Punkt auf, die der Commander vorher markiert hat. Also das sieht man hier auf dem Bildschirm, das sieht man ja diese Striche, die von links reinführen, von rechts, von oben, von unten und sich bei diesen zwei orangenen Panzern in so einem kleinen Fenster zentrieren. Und man hat gesehen, dieser Mensch auf diesem Tablet hat auf diesen Punkt geklickt. Und es werden ihm verschiedene Optionen angezeigt. Nach oben werden ihm UAV, Konter-UAV und eine Fähigkeit, die ich mir nicht ganz klar bin, die oben drüber. Ich denke mal, das ist etwas, zu dem wir noch später kommen werden. Nach rechts sieht man ein Gunship, die Tomahawk Missile. Und das direkt rechts daneben, da bin ich mir nicht sicher, was dieses kleinere bedeutet. Naja, kommen wir zum Punkt. Die Rakete wird an diesem Punkt einschlagen. Stärke der Explosion, Explosionsradius und ob sie quasi diese zwei Panzer jetzt wirklich, also im Trailer ist es zwar so, aber ob sie die zwei Panzer wirklich komplett ausschaltet und alles Infanterie darum herum, ist noch nicht gesichert. Wie gesagt, es ist noch eine Alpha-Version, es ist noch wenig gesichert. Ja, aber zumindest wird es den Nachteil haben. So eine Rakete braucht ja eine ganze Weile, bis er dort ankommt. Also man könnte gut mit 10 bis 20 Sekunden rechnen, hat ungefähr Level Cap geschätzt. Ja, das heißt, man muss seinen Schlag vorher gut planen. Da ist mir die Idee gekommen, wie bringe ich jemanden dazu, irgendwie anzuhalten? Und so eine Tomahawk Missile wird man ja nicht für irgendeinen einzelnen Soldaten losschicken, sondern möglichst für Fahrzeuge oder etwas in der Art. Deswegen meine Idee wäre, schießt man einfach so ein, zwei RPGs in den Panzer rein, zieht er sich ja meistens zurück, um sich zu reparieren. Wenn er nicht gerade einen Teamkameraden hinter sich hat, der ihn repariert. Deswegen, also man muss das schon geplant machen, aber man schießt ein, zwei Raketen in den Panzer rein, Panzer zieht sich zurück, um zu reparieren. Der Commander schickt seine Rakete los und bumm, Panzer weg. Panzer ist wieder in die Respawn-Schleife gezwungen worden. Ja, kommen wir zum nächsten Teil. Deploy Gunship sieht man hier. Das heißt, das Funship Gunship wird hier abgeworfen. Der gegnerische Commander hat es in diesem Moment, man sieht es an der orangenen Umrandung der C-Flagge. Das heißt, der Gegner kann, wenn er will, das Gunship auf der Karte rauslassen und wer das DLC Armored Kill aus Battlefield 3 kennt, das Gunship hat eine extrem krasse Kanone unten dran markiert. Also sie hat zwar eine sehr langsame Feuerrate, ungefähr wie ein Panzer, aber dafür ist, glaube ich, der Explosionsradius und der Explosionsschaden, also ein Flächenschaden, ungemein größer.
da man, da sich das Gunship zwar bewegt, ist das Zielen nicht so leicht, aber mit ein bisschen Übung hat man das sehr schnell drin. Ja, das Gunship soll, also die Entwickler überlegen, ob das Gunship auch noch andere Sachen machen kann, wie Fahrzeuge droppen oder Leute. Also man kann definitiv aus diesem Gunship auch aussteigen, aber es muss halt jemand erst vom eigenen Team einsteigen. Das fliegt nicht von alleine rum und schießt, sondern man muss, ein Spieler muss sterben. Das Gunship muss auf der Karte herausgebracht werden und er muss da einsteigen. Ja, kommen wir zum nächsten, zum Infanterie-Scan. Ah, das ist wahrscheinlich das, was ich nicht zuordnen konnte. Also, das glaube ich zumindest. Da rechts neben den zwei orangenen Panzern, das direkt rechts daneben. Das ist wahrscheinlich ein spezieller Scan, den man auf der Karte ausführen kann. Man klickt man wahrscheinlich irgendwo hin, klickt diesen Punkt und dann wird an diesem Punkt, also in einem gewissen Radius, wird ein Scan durchgeführt und dann taucht auch alle Infanterie für den Commander auf seiner Karte auf und für alle Soldaten in der Umgebung auf der Minimap. Also ich denke nicht, dass sie 3D gespottet werden, sondern eher, dass sie einfach auf der Minimap gespottet werden. Also etwas ähnliches wie das MAV, wenn man einfach mit Q-Button-Spamming über die Leute drüber fliegt. Oder Bewegungssensor oder das UAV. Nur, dass man es eben gezielt an einem Ort einsetzen kann. Nur denke ich nicht, dass das so ein dauerhafter Effekt ist, sondern dass einmal hier sind die Leute gespottet und dann verlieren sie nach ein paar Sekunden wieder den Spot. Ja, also ich bin mir auch nicht ganz sicher, was die restlichen Befehle bedeuten sollen. Also zum Beispiel, was der Befehl unten drunter bedeuten soll. Dieses Dreieck, das auf der Kante steht. Das heißt vielleicht, dass das Squad an diesen Punkt laufen soll. Das oben bedeutet vielleicht, dass das Squad diesen Punkt verteidigen soll, weil ich meine, man muss ja auch irgendwie dem Squad-Befehl, also dem Squad-Leader zumindest befehlen können, geh dahin und verteidige oder geh dahin und greif an. Ja, habe ich noch irgendwas vergessen? Genau, ein voller Scan wird wahrscheinlich, also ist momentan schon eingebaut. Ich weiß nicht, ob er hier zu sehen ist, aber auf diesem Bildschirm sieht man hier eh nicht alles, wie man es jetzt auf der E3 sieht. Also ein voller Scan heißt, es läuft einmal so ein blauer Querbalken wie bei einem alten Radar, so quer über die Karte. Und man sieht dann, also Fahrzeuge, Flugzeuge und Infanterie wird dann halt einmal aufgedeckt, ähnlich wie beim Infanteriescan, nur halt eben einmal auf der ganzen Karte, wenn dieses Ding drüber gefahren ist. Und dann ist es gespottet. Ja, kommen wir zum, ja, und wie bereits erwähnt, der Cooldown. Also es funktioniert vieles über Cooldown, nicht über Punkte. Also das ist ähnlich wie mit die Gegenüberstellung von WoW und Guild Wars 2. Guild Wars 2 läuft alles über Cooldowns und bei WoW funktioniert halt alles über Mana, Wut und so ein Kram halt. Ja, kommen wir zum letzten Teil, der eher theoretischer Natur ist. Die Entwickler haben sich gedacht, man könnte auch dem Commander noch ein bisschen mehr Einfluss aufs Spielgeschehen geben, dass er zum Beispiel Fahrzeuge abwerfen könnte. Wahrscheinlich fliegt dann, vielleicht kennen es einige aus Company of Heroes 2. Da fliegt einfach ein Flugzeug drüber und dann wird ein Panzer abgeworfen. Oder vielleicht ein Boot abgeworfen, vielleicht ein Jeep. Man weiß es nicht genau, also die Entwickler sind noch am Überlegen, wie sie das einbauen wollen. Vielleicht wird auch die Möglichkeit gegeben, Nachschub abzuwerfen. Wie genau dieser Nachschub spezifiziert ist, ist man sich ebenfalls noch nicht sicher. Ist es sowas wie, also ich kann nur von dem berichten, was andere Leute erzählt haben. Ich habe selbst nur Battlefield 3 und keine Teile von Battlefield vorher gespielt, aber scheinbar gab es dort sowas etwas Ähnliches, in dem eben auf einer bestimmten Stelle auf der Karte Nachschub gedroppt wurde. Und dieser Nachschub hat eben enthalten die Reparatur von Fahrzeugen, also keine Instant-Reparatur, sondern eine so Reparatur über Dauer. Nur, dass man sich eben, man fährt zum Beispiel mit dem Panzer in die Nähe dieses Nachschub-Punktes. Und der Panzer wird dann immer so stetig repariert. Oder kann man da eher sagen, die Soldaten bekommen Munition und werden geheilt, also sowas ähnliches wie Munitionspack und Medikit in einem, an einem Punkt mit einer etwas größeren Flächenwirkung. Wie gesagt, man ist sich da noch nicht ganz sicher, wie das eingebaut werden soll. Ich finde es definitiv eine sehr
taktische, gute taktische Idee, die man auf jeden Fall einbauen sollte. Die Fahrzeuge wurden, glaube ich, etwas genervt, also sie wurden etwas schwieriger zu bedienen ja, kann man sagen, damit das Spiel wieder sehr etwas infanterielastiger wird als Battlefield 3, weil in Battlefield 3 kann man eine Map kann man quasi beherrschen, wenn man einfach nur gut im Jet ist. Mit dem Jet schaltet man die ganze Zeit einfach nur gegnerische Helikopter, gegnerische Jets aus, weil es scheinbar dann keine guten Jetflieger im gegnerischen Team gibt. Und wenn man Spaß dran hat, schaltet man noch Panzer auf der Map aus oder Leute. Und dann hat man quasi dem gegnerischen Team, das hat man voll unter Kontrolle und total unterdrückt. Und es ist halt ein Ungleichgewicht. Und ich glaube, das wollten sie jetzt mit Battlefield 4 wieder ins Gleichgewicht bringen, damit die Infanterie jetzt auch wirklich was erreichen kann. Ja, ich würde mal sagen, das war's soweit zum Commander-Modus. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Ich hänge am Ende noch das kleine Bild dran von Level Cup, das er auf der E3 gemacht hat, vom Commander-Modus, wie er da gezeigt wird. Ich muss sagen, ich finde es sehr interessant. Ihr könnt nochmal die ganzen Features, die ich euch erklärt habe, nachgucken. Ich werde noch ein weiteres Video ma dazu machen, zu gesicherten Informationen, die ich habe über das Spiel, die ich in mein vorheriges 45 Minuten langes Video nicht reinbringen konnte. Ich hoffe, ich werde es kürzer machen können. Dann würde ich mal sagen, bis zum nächsten Video.